Hallo zusammen, heute geht es um die Entwicklung von Kühlschränken, 12 Volt Kühlschränken, und ihr wisst vielleicht, das ist der Nanokompressor. Wir haben jetzt, obwohl wir nicht die Menge kriegen, die wir bestellt haben, aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ich habe hier die Generationen der Kompressoren der Aggregate. Das Teil, das ist, habe ich irgendwo aufgeschrieben, 1969 ist dieser Kompressor, jetzt hier, der kam schon ein bisschen früher, etwa 2 Jahre früher, und so groß war früher das Kühlaggregat. Und das ist ein Dreier, bei Danfoss und Seckop war früher 3 und heute ist es der 50er, also der hat 50% mehr Leistung. Also wenn ich das hier hinstelle, seht ihr den kleinen Unterschied der Kompressor zu dem. Nachher kam dann 1972 kam diese BD2-3, alt noch mit R12, da war ich schon dabei bei R12. Die, die es kennen, wissen, was ich meine. Das beste Kältemittel, das es je gab auf dem Markt. Und hier ist dieser Kompressor, also die Steuerung. Es gab hier noch eine größere dazu und der Wärmetauscher hier. Der Kompressor, seht ihr, was hier geht. Ist aber auch Geschichte. Der Kompressor wurde dann 98 eingestellt. Und dann kam der Kompressor hier, das ist der BD35, wird heute noch verbaut, ist der meist verbaute Kompressor. Also hier haben wir 3 Leistung, hier 2,5 und hier 3,5. Auch hier wieder der kleine Nano dazwischen, hier sind wir bei 5. Dann gab es so eine kleine Zwischenlösung, das haben wir verbaut bei kleinen Kühlboxen, 1,4, also da heißt gegenüber dem hier, der hat 3-mal mehr Leistung. Ist ein toller Kompressor, eben für kleine Leistungen, so bis 50, 60 Liter war das okay. Das Problem ist, dieser Kompressor kostet mehr als der BD35. War doch das nicht so interessant zum Herstellen oder zum Verbauen, damit was zu machen. Aber eben, platztechnisch war relativ klein. Und hier, das neue Aggregat kommt jetzt so bei uns mehr oder weniger mit diesem kleinen Kompressor hier. Ihr seht vielleicht, wenn wir das hier auf die Seite stellen, der Kondensator bleibt in dieser Größe. Das ist der gleiche Kondensator wie hier. Das Thema, ob man vielleicht auf ein dünneres Rohrsystem geht, aber der hat, ist der BD35 und das ist der BD50, BDN 50K. Das heißt, der hat 150% mehr Leistung wie der hier. Man kann ihn zwar drosseln, man kann ihn weniger sein lassen, also hier. Eventuell gibt es hier sogar noch ein Aggregat bei uns in Zukunft mit einem dickeren Kondensator. Wenn ich den Kondensator hier kleiner mache, brauche ich einen Lüfter, der mehr leistet. Wenn ich einen Lüfter habe, der mehr durchbläst, wird er lauter. Und da gibt es Leute, die sagen, der Lüfter, den wir hier einbauen seit Jahren, der ist schon zu laut. Wir setzen da so einen Flüsterlüfter ein, der nicht mehr bläst. Dann steigt einfach der Stromverbrauch. Ist ja auch nicht die Lösung. Aber hier in die Richtung wird das gehen. Von oben das Teil. Hier gibt es eventuell noch Platz drauf für Kupplungen, aber die werden ja auch nicht kleiner momentan. Also wir haben hier effektiv diesen Kompressor, der sehr klein ist. Wir haben hier das Druckrohr. Wir haben einen Gefahrenhinweis. Hier innen drin ist das Rohr aus Kunststoff. Dann geht es auf Metall über. Aus diesem Grund
darf hier beim Löten nicht eine Temperatur über 150 Grad herrschen. Steht hier. Also das heißt, man muss sich hier was einfallen lassen, ist kein Thema, das ist normaler Standard, wenn man es weiß. Nur, hier löte ich mit Silberphosphorlot in der Regel. Das hat einen Schmelzpunkt von irgendwo 800 Grad. Da muss ich dann schauen, dass hier unten das Rohr nicht warm wird. Das ist die Entwicklung von den Seckop-Kompressoren. Hier sind wir jetzt noch dran. Ich stelle die mal auf die Seite. Der Vorteil ist, also wir bauen ja Kühlschränke, wir entwickeln Kühlschränke. Und dieser kleine Kompressor, der gibt natürlich jetzt auch Optionen auf. Hier ist zum Beispiel ein Staubsammler. Ein Staubsammler ist ein Apparat, der steht irgendwo am Straßenrand, der zieht sich die Luft rein von den Autos, die da durchfahren. Früher standen die weit weg auf der Wiese. Bestätigt mir der Hersteller oder von diesen Staubsammlern, wir bauen das Aggregat. Und heute stehen die direkt neben der Hauptstraße, weil da ist ja saubere Luft. Und das wird jetzt kleiner, mit der Option, dass wir auch hier einen kleineren Kompressor einbauen. Er hat aber die gleiche Leistung wie früher. Wir arbeiten hier auf 24 Volt. Das Ding steht teilweise irgendwo, wo kein Strom ist. Also wird über Solar gespeisen. Aber das ist eine Entwicklung. Die Platten werden noch, sind jetzt aus Plexiglas, die kommen dann noch aus Metall. Wir sind hier in der Entwicklung. Aber ich denke, das kommt, das ist kein Thema. Dann habe ich hier einen Kühlschrank. Ich muss den Kühlschrank vielleicht aufstellen, der kommt so. Hier hat es zwei Auszüge, unten für ganze Flaschen. Der sieht innen drin so aus, das ist jetzt Innengehäuse. Ist sehr aufwendig gefertigt, muss ich sagen. Das Gehäuse fertigen nicht wir, das fertigt oder lässt der Kunde fertigen. Ob es dann nachher ist, weiß ich noch nicht, weil das ist reine Lohnarbeit. Und hinten drauf, auf diesen Chromstahltank, kommt diese Schlange drauf. Die wird draufgeklebt und eingeschoben. Und so sieht das Kühlelement aus. Es gibt ein Fahrzeug, Kühlschrank. Mehr weiß ich noch nicht, in ein Rolls-Royce rein. Und hier wäre dann das Kühlaggregat Standard, das kommt dann unten hin. Irgendwie kommt das so drauf. Eine kurze Leitung und unter dem Kühlschrank hat es noch Platz für das Kühlaggregat. Wie das Auto aussieht und so weiter, kann ich euch nicht sagen. Aber so sieht ein Kühlschrank aus in einem Rolls-Royce. Also wenn ihr mal einen Kühlschrank kauft, vielleicht in Zukunft, oder ein Auto kauft, dann kriegt ihr noch so einen Kühlschrank mit. Eine weitere Entwicklung, hier ist der 1500er. Das ist unser Doppeltürkühlschrank. Also oben habe ich einen Tiefkühler, unten habe ich einen Kühlschrank. Standard Wohnmobilbreite 520. Und dieser Kühlschrank, der jetzt hier steht, der hat zwei Türen, zwei Fächer und ihr seht es vielleicht, das Teil ist nur zusammengeschraubt. Wir haben aber das Teil separat und das Teil separat mit einem separaten Kompressor, mache ich am Schluss ein Video. Und hier sitzt jetzt zum Beispiel noch dieser BD. 35 nicht mehr drin. Hier ist jetzt bereits der 50K drin, also schon auf Isobutan. Und neu kommt jetzt hier dieser Kompressor hier rein. Und wenn ich jetzt den Schrank hier ein bisschen austausche, hier habe ich Standardkühler gehabt, das sitzt eigentlich so hier unten drin.
Und jetzt kann ich diesen Trank rausnehmen und anstelle von einem Kompressor könnte ich hier zwei solche Kompressoren reinstellen und dann jedes Fach, das obere Fach auf einen Kompressor und das untere Fach auf den Kompressor und schon habe ich einen Doppelkompressor-Kühlschrank, wo jetzt alle reden davon. Wird wahrscheinlich kommen, das Gehäuse bleibt, aber in Zukunft gibt es hier zwei Kompressoren. Ja, aber jetzt kommt es wieder, der kostet wieder Geld. Zwei Kompressoren, zwei Steuerungen. Wenn ich einen Kunden habe, der den Doppelkompressor-Kühlschrank, den Kühlschrank hier will, soll sich melden, soll ein Mail schreiben, Kontaktdaten findet ihr unten drin, dann können wir darüber reden, dass wir in einer Lieferfrist von 3-4 Wochen solch einen Kühlschrank liefern können mit zwei Kompressoren, zwei externen Steuerungen, ist überhaupt kein Problem, das ist technisch Daily Business. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich so Prototypen mache, das ist momentan wirklich Entwicklung, weil der neue Kompressor ist noch nicht richtig verfügbar. Und ich habe jede Woche ein, zwei Anfragen, ja, könnt ihr mir einen Kühlschrank auf Maß bauen? Eigentlich können wir. Ja, ich brauche einen. Sage ich, einen? Hast du so viel Geld? Jetzt bin ich gerade im Kühlschrank dran, noch einen anderen, auch mit dem neuen Seco-Kompressor. Jetzt habe ich angefragt, was da ein Test kostet. Der Kunde will einen Schocktest. Das heißt, der wird dann auf den Rollwagen gespannt. Dann wird der Kühlschrank gegen die Wand gefahren. Ob er hält oder nicht hält, ob der Deckel aufgeht, keine Ahnung, was da alles Kriterien gemacht wird. Das kostet 50.000 Schweizer Franken. Nur ein Test. Jetzt sagt der Kunde, ja gut, vielleicht können wir das mit dem Fahrzeug testen. Also so ein Fahrzeug, das kostet um die 2 Millionen. Endkundenpreis, je nach Ausstattung. Ich weiß nicht, ob der Kunde so ein Fahrzeug zerstören will. Aber das ist ein anderes Thema. Also ein Kühlschrank bauen, ja, aber ein Einzelkühlschrank lässt die Anfragen sein. Nicht bei mir in die Werkstatt. Hier verlinke ich euch ein Video über diesen Kühlschrank, also zwei Kühlschränke mit zwei externen Maschinen. Haben wir am Lager, könnten wir liefern, ist verfügbar. Und hier noch ein Video über den kleinen Nano, jetzt habe ich ihn versteckt. Der ist so klein. Punkt. Das ist die Zukunft. Wird irgendwann den BD35 ablösen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.